Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. In der heutigen Stunde geht es um die freie Energie und die freie Enthalpie. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie existieren? Ich meine jetzt nicht die Frage, die Sie vielleicht an Ihre Eltern mal als Kind gestellt haben, sondern wenn man das aus thermodynamischer Sicht betrachtet, ist ein Mensch ein hochgeordnetes System? Und eigentlich haben wir doch gelernt, dass das System anstrebt, die Entropie zu erhöhen und nicht zu erniedrigen. Warum ist das so? Schauen wir uns das näher an. Wir haben den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Da ist die Änderung der inneren Energie Summe aus Arbeit und Wärme. Und wir haben den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der angibt, dass die Entropieänderung eines Systems größer oder gleich der mit der Umgebung ausgetauschten Wärmemenge ist, dividiert durch T. Wenn wir diese beiden Gleichungen nach dQ jeweils auflösen und dann gleichsetzen, erhalten wir einen Ausdruck, der besagt, dass dU minus Delta W kleiner oder gleich T Delta S ist. Und in anderen Worten ausgedrückt, die maximale Arbeit, die wir aus einem System generieren können, ist die Differenz zwischen innerer Energie und der Entropie multipliziert mal der Temperatur. In anderen Worten, wenn man jetzt diese Formel übersetzt in Worte, es gibt keine Änderung der inneren Energie, die zu 100% in Arbeit umgewandelt werden kann, sondern damit ein Prozess spontan erfolgen kann, muss auch Wärmemenge mit der Umgebung ausgetauscht werden. Und diese Form von Arbeit, die wir hier ausgerechnet haben, das ist die sogenannte maximal gewinnbare Arbeit. Oder wenn wir die Differenz zwischen Delta U und minus T Delta S uns anschauen, dieses nennen wir die freie Energie, also eine neue Hilfsgröße, die wir einführen, wenn wir bei konstantem Volumen arbeiten und die uns angibt, welche maximale Arbeit zu gewinnen ist. Also, warum existieren wir? Das heißt, damit wir uns als Mensch spontan bilden können, muss eine Veränderung an der Umgebung erfolgen. Das heißt, es muss mit der Umgebung Wärme ausgetauscht werden und das bedeutet, dass insgesamt die Entropie unserer Erde, unseres Weltalls zunehmen muss, damit wir existieren können, um das mal so ganz plakativ auszudrücken. Ich möchte diese maximale Arbeitsfunktion, sprich freie Energie, noch ein bisschen diskutieren. Also es ist eben die Differenz zwischen innerer Energie und dem Ausdruck T Delta S. Und betrachten wir den Fall, dass sich die innere Energie nicht ändert, dann kann ein Prozess nur dann spontan stattfinden, wenn die Entropie größer ist als 0, beziehungsweise im Gleichgewicht, wenn das dS gleich 0 ist. Umgekehrt, wenn wir sagen, dass die Entropie sich nicht ändert, also dS gleich 0 ist und damit die Entropie konstant, dann kann der Prozess nur dann stattfinden, wenn die Änderung der inneren Energie kleiner oder gleich 0 ist. Und wenn wir das zusammenfassen, bedeutet das für spontane Prozesse, dass die Änderung der freien Energie kleiner sein muss als 0. Wenn die Prozesse im Gleichgewicht sind, dann muss diese gleich 0 sein. Wir haben eben Überlegungen gemacht für ein System, das bei konstantem Volumen sich befindet. In der Praxis hatte ich ja schon öfter festgestellt, dass es interessanter ist, bei konstantem Druck das Ganze zu betrachten, weil das eben der Praxissituation eher entspricht. Wenn wir bei konstantem Druck arbeiten, dann hatten wir ja die Hilfsgröße Enthalpie eingeführt und die Änderung der Enthalpie, die setzte sich zusammen aus der Änderung aus U plus P mal V. Wenn man das jetzt für diese Gesamtklammer einsetzt, können wir diese Gleichung auch noch umformen, das heißt, unser dH ist bei konstantem Druck und konstanter Temperatur dann genau dQ plus VdP. Und da wir isobar arbeiten, fällt dieser Term VdP weg. Das heißt, die Enthalpie ist die Wärmemenge, die ausgetauscht wird.
Gleichzeitig gilt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Dort ist die mit der Umgebung ausgetauschte Wärmemenge QP kleiner oder gleich T mal Delta S der Entropie. Jetzt können wir diese beiden Gleichungen auch wieder zusammenführen und damit erhalten wir einen Ausdruck, dass dH minus T dS kleiner oder gleich 0 sein muss. Und hier führen wir nun eine neue Hilfsgröße ein, nämlich die Differenz von der Enthalpie minus T mal S, das ist die freie Enthalpie, also die uns zur Verfügung steht, G oder auch Gibbs-Energie früher genannt. Und das waren jetzt Überlegungen, die wir bei isothermen und isobaren Prozessen uns angeguckt haben. Wenn wir jetzt das ein bisschen allgemeiner formulieren und neben der Volumenarbeit auch noch elektrische Arbeit oder jede andere Form von Arbeit zulassen wollen, dann ist die Änderung der Enthalpie gegeben aus der Änderung der Wärmemenge, also der ausgetauschten Wärmemenge, plus dieser Nicht-Volumenarbeit wie elektrisch zum Beispiel. Und hier erhalten wir durch Umformen, dass die Differenz zwischen von dH minus Delta W elektrisch kleiner oder gleich T Delta S ist. Oder in anderen Worten, wenn wir das jetzt umformen und uns angucken wollen, wie viele Nichtvolumenarbeit wir aus einem Prozess bei konstantem Druck und konstanter Temperatur generieren wollen, können, dann ist das Delta W elektrisch größer oder gleich Delta H minus T Delta S. Und dieser Betrag heißt auch maximale Nicht-Volumenarbeit, die gewinnbar ist in einem beliebigen Prozess. Und jetzt schauen wir uns das wieder an für spontane Prozesse. Also für spontane Prozesse muss die Entropie zunehmen, also größer oder gleich 0 werden. Und die andere Alternative ist, dass die Enthalpie kleiner oder gleich 0 ist. Je nachdem, ob wenn das andere konstant ist. Und wenn wir das zusammennehmen, gilt, dass die freie Enthalpie auch kleiner oder gleich 0 sein muss, damit entweder ein spontaner Prozess erfolgt oder das System bei Gleichheitszeichen sich im Gleichgewicht findet. Und wir nennen dieses Delta G auch maximale Nutzarbeit und die wird auch sehr, sehr wichtig in der Elektrochemie sein, wenn wir also aus chemischen Reaktionen elektrische Energie gewinnen wollen. So, jetzt haben wir zwei sehr, sehr wichtige Hilfsgrößen kennengelernt, wobei dass die Gibbs-Energie oder freie Enthalpie uns im Weiteren hauptsächlich beschäftigen will. Die freie Energie A, die verwenden wir hauptsächlich, wenn wir in Autoklavenreaktionen arbeiten. Aber für die normalen Reaktionen verändern können wir das Volumen auch während des Prozesses verändern. Und dann ist das Delta G das Entscheidende. Und damit befassen wir uns dann auch noch in den weiteren Stunden.